Hi Leute, ich bin zurück mit einem neuen Video. Und zwar wurde ich von einigen von euch auf Instagram markiert. Und zwar ist das neue Wort für dieses Video. Mal sehen, wie oft ich das diesmal sage. Jedenfalls wurde ich markiert auf einer Foundation, und zwar die neue von Maybelline. Die Dream Radiant Liquid Foundation. Hydrating Foundation. Und dann, waren halt die Fragen so, oh mein Gott, hat die Teste und so. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich ziemlich cool. Ich gehe mal in die Drogerie und gucke, was es für Neuheiten gibt. Und alle Neuheiten, die ich gesehen habe, habe ich mitgenommen. Und ich würde sagen, gucken wir, was die Drogerie zu bieten hat. Meine Augenbrauen sind schon gemacht. Ich habe keine neuen Augenbrauenprodukte. Finde ich auch nicht schlimm. Und einen Lidschattenprimer habe ich schon aufgetragen. Das verlinke ich euch alles in die Infobox, was ich benutzt habe. Und falls es euch... Nein, ja doch. Falls es euch auffällt, die Seite ist ziemlich dewy. Das liegt daran, dass ich hier schon mal meine Hautpflege aufgetragen habe für die Foundation. Und hier trage ich dann einen Primer auf, deswegen. So, aber ich fange an mit den Augen. Und zwar habe ich gefunden die Essence Epic Sunset Eyeshadow Palette. Die schaut so aus und kommt mit einem Spiegel. Und das ist die Palette. Sieht erstmal okay aus. Also ich persönlich finde die Zusammenstellung in der Drogerie immer ganz seltsam. Keine Ahnung, ist das jedes Mal so, ja, okay, meinetwegen. Aber das war trotzdem die Palette, die ich jetzt persönlich am interessantesten fand. Also wir haben hier überall metallische Shades und Satin Finish. Also das hier ist auch nicht ganz matt. Und dann haben wir hier unten zwei matte Lidschatten, aber die ganz groß sind. Weird, oder? Ganz komisch. Ach, von dem Tee würde ich auch gern trinken. Nimm dir, der ist frisch. Und mir kannst du auch einbringen, weil das ist noch lauwarm. Ich habe ein ziemlich cooles Bild gesehen auf Pinterest. Und zwar von Kylie Jenner. Ich habe jetzt nicht nach ihr gesucht, aber ich habe, glaube ich, Pink... Ich habe irgendwas gesucht und dann kam dieser Look hier von ihr. Das fand ich ziemlich cool. Ich bin gerade nicht da, um ranzuzoomen an den Look. Das ist ja nicht schlimm. Und ich dachte... Schön. Ja... Ich glaube, hier sind ähnliche Farben. Ich dachte, so was Ähnliches kriege ich hin mit der Palette. Finden wir es heraus. Wir sind wieder ready. Selbstverständlich habe ich keine Ahnung, was die Miss Jenna benutzt hat. Ich gehe mal in diesen hellen Lidschatten hier und setze einmal gerade so unter meiner Augenbraue, also als Highlight. Ich gehe mal in die Farbe Twilight. Das ist dieses Lila hier unten. Und das packe ich mir hier so in meinen Außenwinkel und presse die Farbe schön rein. Und dann packe ich mir die Farbe auch hier so hin, also so V-förmig in meinen Außenwinkel. Ich finde, das Lila macht doch erstmal einen ganz guten Eindruck. Aber es ist so ein bisschen sheen, also es ist nicht ganz krass deckend. Dann nehme ich die Farbe Afterglow, das ist die hier, mit so einem kleinen fluffigen Pinsel. Und damit versuche ich jetzt, dieses Lila so ein bisschen auszublenden. Die Farbe ist definitiv sehr, sehr soft, auch nicht so deckend wie das Lila. Das Lila, was ich hier aufgetragen habe, ist komplett weggewischt, könnt ihr. Also ihr könnt sehen, ich hatte ja es an beiden Augen gleich aufgetragen und hier ist es weg. Und was übrig geblieben ist, ist mein Pink. Also ich gehe jetzt nochmal mit dem Lila hier so rein und versuche das nochmal so ein bisschen zurückzubekommen. Obwohl ich eine Sticky Base hatte und auch eine sehr intensive Base, finde ich es ein bisschen schade, dass die Farbe weggeht. Ich meine, Lila ist super schwer und man wird bei dem teuersten Lila, Blau immer das haben, dass es sich so ein bisschen wegwischt. Aber bei so einer Sticky Base, dann hat die Miss Jenna so eine Zwischenfarbe hier so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe, Ich nehme jetzt die Farbe Afterglow. Das ist die Farbe, mit der ich auch das Lila ausgeblendet habe. Und packe das jetzt mit meinem Finger hier so hin. Wie gesagt, bei ihr sehe ich nicht ganz genau, was sie wirklich trägt, weil sie ist auch so, sie ist auf dem Bild ja so, deswegen erkennt man es nicht ganz gut. Aber ist ja auch okay, soll ja nur inspired sein. Ich finde, die Farben verlieren sich hier einfach zu krass. Ja, also ich baue so viel auf und das verliert immer wieder die Farbe. Also wer es cool findet, ja, definitiv, ich
muss sagen, ich kann mit so einem Lidschattenpaletten nichts anfangen, weil es für mich Geldverschwendung ist und absolute Zeitverschwendung. Ja, klar, man kann jetzt sagen, Essence ist halt für Kinder oder für sehr, sehr junge Leute. Dann müsste ich sagen, ja, dann müsste ich eigentlich Essence komplett meiden, weil das dann auch einfach nicht so meine Marke ist. Manchmal, es gibt ja so vereinzelt gute Sachen von denen, aber sowas wäre jetzt für mich zum Beispiel no. Das ist jetzt das fünfte Mal übrigens, dass ich schon in das Pink, in dieses bärigere gehe. Das Lila habe ich schon nicht mehr mitgezählt, wie oft ich das aufgebaut habe. Geht auch nicht ums Bashen oder so, aber ich dachte mir gerade nur so als Talk-Tab in den Monitor hier. Irgendwie ist es anders. Anders ist schlecht. Hat irgendwie nichts damit zu tun, was Kylie so trägt. Ich muss es jetzt so oft aufbauen und ausblenden, dass das völlig die... Dass es gefühlt nur eine Farbe ist, während man bei ihr eigentlich die Abstufung ganz gut sehen kann. Aber das, die Farben gehen so... Wenn ich weitermache, ist die Farbe bald hier. Ja. So, mache ich weiter und zwar mit Pink Skies. Das ist die Farbe hier unten. Und das gebe ich mir jetzt so direkt in meinen Innenwinkel, so als Pop of Color. Wenn das funktioniert, immerhin gut. Was mich so erstaunt hat hier ist, das ist Made in China. Macht Essence das? Ich wusste das nicht. So, das Pink ist okay. Also ich kann hier jetzt nichts sagen. Inner Corner ist, finde ich, kommen die meisten Farben sowieso mal gut raus. Ich weiß nicht, wie die Farbe sich jetzt komplett auf dem Lid verhalten würde. Dann hat sie so ein Braunrot, würdet ihr auch sagen? Ist vielleicht Heat die richtige Farbe dafür? In etwa, oder? Ich tue so, als wäre ich jetzt hier deine Community und antworte mit ja. Das ist gut. Achso, ja, nee, sorry. Ich, ganz kurz, ja, ganz ruhig. Ich mache jetzt erstmal mit meiner Base weiter. So, okay. Ich habe mir ein Primer gekauft. Und zwar den Trended Up Soft Almonds Anti-Pollution Primer. Leichte Textur mit pflegenden Inhaltsstoffen lässt sich alleine oder unter dem Make-up verwenden und verleiht der Haut einen frischen und natürlichen Look. Silikon- und parabenfrei. Hautverträglichkeit dermatologisch. Bestätigt also hier erste Inhaltsstoff Aqua und dann Glycerin. Hier ist auf jeden Fall Parfum drin. Das schaut so aus. 15 Milliliter. Ich habe das schon mal auf meiner Handrücken mal geswatcht. Und da fand ich das echt nicht schlecht, weil... Das hat meinen Handrücken voll glatt gemacht irgendwie. Es fühlt sich ja so gelig an, so nass an, aber auch sehr silikonig. Aber gut, irgendwie so voll frisch auf der Haut. Also so wie eine gute Hautpflege, so ein Gel, so eine Base. Ja, es zieht auch extrem schnell ein. Und was dann zurückbleibt, ist einfach so eine Sticky Base. Ist so mandelmäßig gemacht. Ist jetzt aber auch nicht so... krass im Vordergrund, was ich persönlich sehr gut finde. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine extrem sticky Base. Gucken wir einfach mal weiter. Also ich finde, es macht auch so ein bisschen glowy. Ich würde hier jetzt sagen, einfach eine pflegende, silikonige Base. So. Okay, und dann habe ich noch etwas gefunden, und zwar auch von Essence, Crystal Dreams Luminizer. Das ist ein Liquid Highlighter. Liquid Eyeliner. Der schaut so aus. Ach, also ich habe eigentlich alles schon einmal so geswatcht, aber nicht aufgetragen. Und ich fand, der hat so ein bisschen was von dem MAC, diesem... Oh, wie heißt der denn nochmal? Ich finde den sehr intensiv und vor allem auch so, da wo man ihn aufträgt, da ist der auch. Ja, man muss definitiv ausblenden. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt halt genau die Stellen sehen, wo man ihn aufgetragen hat und wo nicht. Also es bleibt... Das vermischt sich nicht so mit der Haut, sondern... Ich kann hier genau nachzeichnen. Seht ihr das? Wo ich mit dem Schwamm und so war. Das finde ich ein bisschen doof, dass der sich nicht so schön vermischt. Ich blend das mal so richtig aus. Seht ihr, was ich meine? Das, man kriegt es auch nicht weg. Guck mal. Also definitiv über der Foundation tragen, wenn ihr schon einen Highlighter, sowas günstiges, liquidiges wollt. Ich... finde es nicht so gut. Sorry. Wenn er einfach ein bisschen besser von der Formulierung wäre so. Das wäre ich mal, wenn das nicht so direkt sich abstempeln würde, nicht so austrocknen würde,
sondern einfach sich schön mit der Haut verbinden würde, ist das eigentlich ein schöner Liquid-Highlighter für unter die Foundation. Es ist auch parfümiert, also auch hier ist der Duft jetzt nicht so, dass er, oh mein Gott, kann man definitiv aushalten. So, dann kommen wir, würde ich sagen, zu Foundation. Und zwar ist es die Maybelline Dream Radiant Liquid Hydrating Foundation. Ich habe mir mitgenommen die Farbe 01 Natural Ivory. Ist mit Hyaluronic Acid und Kollagen. Klingt erstmal vielversprechend. Also ist ein feuchtigkeitsspendende Foundation. Die ist auf jeden Fall fest, aber sie ist von der Textur leicht. Wisst ihr, wie ich meine? Die ist sowieso ein bisschen wie aufgeschlagen. Also Farbe war ein bisschen schwierig, fand ich. Ich wollte sie eigentlich bei Douglas bestellen, aber Douglas hat noch weniger Farben. Und ja, das war so das. Ich glaube, die andere Farbe war heller, aber dafür auch pinker. Und dann dachte ich, glaube, das ist da. War das die hellste? Oh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es die Farbe, die einfach am besten gepasst hat. Oh, ich denke, dass es zu dunkel sein wird. Finden wir es heraus. Auch hier ist parfümiert und wir haben standardmäßige 30 ml und das ist ein Glasfläschchen mit einem Pumpspender. Ist parfümiert. Geht auf der Seite mit meiner Hautpflege gut rüber. Wenn man es ausblendet, finde ich, geht die Farbe eigentlich ziemlich gut. Ich finde, man sieht jetzt keinen Unterschied. Ja, Tatsache. Das ist schon mal gut. Und ich finde, auf der Hautpflegeseite sitzt die Foundation auch gut. Also besser als die andere Maybelline Foundation, die ich benutzt habe mit euren Hassprodukten. Das verlinke ich euch hier oben. Da war es ja auch so, was? Das ist die beste Foundation aus der Drogerie. Und bei mir saß die leider einfach sehr schlecht. Und ich hatte ja auf der einen Seite, also ich hatte ja auch diesen komischen Primer drunter, aber ich habe es ja komplett abgenommen und nochmal aufgetragen. Ich habe es auch nach dem Video auch nochmal versucht, aber die sitzt halt auf meiner Haut nicht. Und ich glaube, manchmal haben Leute Schwierigkeiten damit einfach zu akzeptieren, dass ihre Lieblingsprodukte bei manchen Leuten einfach nicht so funktionieren wie bei ihnen selber und werden dann recht aufgeregt, warum auch immer. Ja, aber ich finde, die sitzt definitiv viel, viel besser auf meiner Haut. Und zwar sitzt sie leider auf der Seite mit der Hautpflege besser als auf der Seite mit dem Primer. Okay, man sieht, sie dunkelt ein bisschen nach. Jetzt sieht man einen kleinen Unterschied. Ist okay. Dann blenden wir es einfach runter. Also das ist noch so ein Unterschied, womit ich leben kann. Wie gesagt, bei mir ist sowieso selten, dass eine Farbe direkt perfekt passt. So, ne? Ich muss sehr oft mischen. Aber was ich interessant finde, ist, dass die Seite mit meiner Hautpflege, also mit meiner Hautpflege, das ist ja mein geheimes Trio, einfach sehr gut sitzt. Aber hier, ich weiß nicht, erkennt man das? Ich finde schon. Ja. Und, also schuppig, uneben? Ja, so schuppig, genau. Es hat sich auf, ja, nicht so die schönen Stellen extrem gelegt. Und auf der Seite aber nicht. Sitzt sehr, sehr gut. Ey, ganz ehrlich, bin ich das? Oder dunkelt es hier doller nach als hier? Oder bin ich jetzt komplett ballerballer? Guck nochmal drüben. Ja, kommt mir auch so vor, wenn ich in den Monitor gucke, aber nur, ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass die Foundation hier einfach nur drauf sitzt, auf diesem Primer, dass es jetzt einfach so reagiert. Aber ich habe echt das Gefühl, hier ist es fleckiger und gelber als hier. Ich habe das Gefühl, hier hat es sich einfach schön über die Haut gelegt und hat die Haut einfach perfektioniert, was eine Foundation macht. Strange, oder? Foundation gefällt mir gut. Ich würde sie definitiv noch einmal ausprobieren, aber so komplett mit meiner Routine. Weil hier macht sie definitiv einen guten Eindruck und ich finde die Farbe auch gut. Also ich kann nichts sagen. Ich hatte im High-End-Bereich deutlich schlechtere Farben, aber das liegt halt daran, weil man es halt einfach nicht richtig kauft. Ja, aber ich finde, passt. Hier nicht so gut. Also es wird definitiv an diesem Primer liegen. Die vertragen sich nicht so gut. Deswegen ist der Primer für mich hier jetzt erstmal so ein No, aber die Foundation auf der Seite definitiv ein Yes. Der Liquid Highlighter kommt auch noch sehr schön hier raus. Also wenn man ihn unter der Foundation trägt, finde ich, kann man es machen. Ich würde ihn niemals über der Foundation tragen, weil ihr habt gesehen, der stempelt sich genau da ab, wo man ihn aufgetragen hat. Deswegen no, no, über der Foundation, aber yes, unter der Foundation. Cool. Dann gibt es von Catrice neue Concealer. Da war, ja, ich fand das sehr spannend.
Und zwar ist es der Catrice Instant Awake Concealer Cover Hydrate Anti Wrinkle. Ich habe zwei Farben mitgenommen, einmal die 002 und 005. Ich habe das Ganze auch schon geswatcht, weil ich habe mir die Foundation auf meinen Handrücken gepackt, trocknen lassen und dann die Concealer. Also ihr müsst das so drehen. Das ist die 02, die ist sehr, sehr hell. Und die 05 ist auf jeden Fall peachiger. Ja, genau. Und das Dunkle packe ich mir hier so hin. Und das Helle packe ich mir hier so hin. Einfach um ein bisschen mehr zu highlighten. Und dieses helle, gelblichere wird hier auch jetzt nochmal so diese restlichen Rötungen kaschieren. Packe ich mir hier nochmal hin, weil das eher so meine Highlighter-Farbe ist. So, zack. Es hält definitiv auf, was echt schön ist. Das Dunkle soll die Augenringe kaschieren. Ich habe jetzt nicht so viele. Und das Helle soll einfach ein bisschen highlighten. Ja, ich merke schon, man muss recht schnell arbeiten. Also der trocknet schnell ein oder an. Ich habe das Gefühl, die Concealer sind geruchslos, was ich sehr gut finde. So, also ich finde, es ist schon sehr auffällend. Ich hätte gerne eine Farbe dazwischen gehabt, weil das eine ist für mich dann wieder zu dunkel, das eine ist wieder sehr krass hell. Aber ist nicht schlimm, was man machen kann. Wir können hier so ein bisschen die restliche Foundation nehmen oder man kann auch einfach nochmal so ein bisschen auf seinen Handrücken geben. Dann so die Farbe, die Foundation in den Pinsel so einarbeiten. Dann kann man hier nochmal so drüber, einfach um so ein bisschen diese krassen Highlighter- oder Concealer-Übergänge so ein bisschen zu kaschieren. Aber nicht zu viel, damit man die Base darunter halt nicht zerstört. Dann habe ich zwei Puder, also ich habe ein Puder gekauft. Und zwar ist es das Trinidad Soft Almonds Powder Shaker. Das ist das aus der gleichen Reihe. Und ich dachte so, oh cool, okay. Und das habe ich auch geswatcht. Und das ist intens. Also es ist super fein gemahlen. Aber ich habe das Gefühl, das ist wie Speisestärke. Ja, genau. Also schon so, als wäre das Creme. Also es ist so ganz komisch, also ja, weiß nicht, so wie Babypuder oder sowas. Es hinterlässt einen extrem hellen Schleier, so richtig pff. Und ich habe ein bisschen Angst. Und dann habe ich noch gesehen, auch da wurde ich habe das von einer Zuschauerin geschickt bekommen. Und zwar hat Catrice auch ein neues Puder, das ist das HD Baking and Setting Loose Powder. Unser DM hatte das nicht, beide nicht, Rossmann nicht, Müller nicht. Und hätte ich es online bestellt, dann hätte ich es halt zeitlich nicht mehr geschafft, das Video zu drehen. Und das hat mir dann netterweise Catrice zugeschickt, weil ich gefragt habe, ob die mir das schicken können. Ich habe, also es gibt weiß und dann ist die nächste Farbe C02 Warm Ivory. Und ihr könnt sehen, es hat ein bisschen Farbe und ich wollte kein weißes Puder haben. Und hier bin ich sehr gespannt. Ich finde das Packaging ultra nice. Einen Moment bitte. Also so ist das Packaging ziemlich nice, finde ich. Das so könnte auch so High-End sein. Finde ich voll cool. Kindersicherung. What is that? Ist das falsch? Also man darf es nicht zu sehr drehen. Dann nur so. Und kommt mit zum Deckel. Finde ich auch sehr, sehr gut und mit einem Netz. Oh, das Puder ist auch super fein. Phew. Guck mal, wenn ich hier das Puder auftrage, das verblendet sich gleich. Oh, das hinterlässt aber auch guten Schleier. Oh ja, das ist super fein. Also man braucht nur ganz wenig und ich habe schon ein ganz samtiges Feeling auf dem Handrücken. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, weniger reden, mehr machen. Auf der schönen Seite werde ich dieses Puder auftragen, weil ich mir davon einfach ein bisschen mehr verspreche. Ich gehe mit meinem Puderpinsel so ein bisschen in das Netz rein. So, dann mache ich es eigentlich wie immer. Ich arbeite das Puder so in den Pinsel rein. Und dann sette ich mein Gesicht und auch meinen Concealer. Wie ich gesagt habe, man braucht definitiv sehr, sehr wenig. Also das Gesicht wird sehr, sehr schnell sehr stark matt. Wer das mag, wird definitiv zufrieden sein. Also kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ich muss sehr, sehr wenig
Produkt auftragen, weil ich ja, ganz schnell sehr, sehr matt werde. Und bei meiner trockenen Haut sieht das dann meistens nicht so gut aus. Also ist dann auch einfach zu trocken. Genau, aber so, finde ich, macht das einen echt guten Eindruck. Ich sehe aber nichts mehr von deinem Highlighter, den du unter der Foundation hattest. Ja. Also ist komplett wegmattiert. Ja, also der mattiert komplett. Zack, durch. Das sagt ja auch Baking Powder. Ich würde sagen, obwohl ich eigentlich nicht mehr bake, aber ich würde das jetzt doch schon ein bisschen interessieren. Okay, kann es da schon mal sitzen. Und dann das andere Puder, wovor ich echt Angst habe. Auch dieses Schweinerosa. Das ist echt krass, die Farbe. Ich kann mir vorstellen, dass so einen extrem Brightening-Effekt hat durch diesen pinken Ton, also durch dieses Schweinerosa. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so einen richtig schönen Schleier hinterlässt, weil das, wie gesagt, krass war, das Puder. Also so die, das ist echt die Speisestärke, ich sag's dir. Hab's euch gesagt, wusste es. Hab da eine Stelle, da ist nur Puder drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber wenn ich den Spiegel so halte, yes. Renaissance is calling. Sie wollen ihr Puder zurück. Lolz. Ja, Zeit, auf die Straßen zu scheißen, oder was? Ja, einfach laufen lassen. Seht ihr? Das meine ich. Das ist so. Habt ihr das gesehen? Nee. Guck mal. Pack's mir jetzt hier hin, okay? Das ist wie. Ja, Speisestärke. Das ist so. Guckt und dann bleibt's. Und das ist auch ganz hell geworden, mein Gesicht. Okay, also dieses Puder mag ich nicht. Das habe ich gleich gemerkt, wie es sich anfühlt. Auch die Farbe, da habe ich gleich schon gemerkt. Und es hat sich bewahrheitet. Also auch hier, es mattiert wirklich richtig gut runter. Ich bin furztrocken im Gesicht. Aber was mir noch auffällt, was ich sehr, sehr selten habe, ist, dass meine Gesichtshärchen extrem hervorgehoben werden. Und das habe ich nie. Also ich mache meine Gesichtshaare ja nicht weg. Das ist halt alles original. ja, aber jeder Mensch hat einfach ein Fläumchen und der bei mir eigentlich nie sichtbar ist. Also, aber hier sehe ich komplett alle Haare in meinem Gesicht. Und das habe ich, ich weiß nicht, in welchem Video ich jemals gesagt habe, dass meine Härchen so hervorkommen durch ein Make-up. Vielleicht erinnert ihr euch besser als ich, aber ja, das ist schon krass. Und ich finde, meine Foundation ist auch extrem hell geworden. Dieses Puder mag ich definitiv nicht. Ist ein No. No, no, no. Schade eigentlich, aber dieses HD-Puder hier von Catrice werde ich mir definitiv jetzt auch nochmal anschauen. Wie gesagt, ich persönlich brauche sehr, sehr wenig, weil es extrem krass mattiert. Genau, machen wir erstmal weiter und zwar mit einem Contour-Puder. Das ist von Essence Contouring Duo Palette. Das ist das hier. Man hat zwei Contour-Farben. Duo für perfekt geformte und definierte Gesichtszüge auf Nasenflügel, bla bla bla. Light Powder for softer, dark for expressive contours. Also das Helle ist eben für die, die sehr wenig wollen. Vielleicht eignet sich das sogar auch für Leute, die sehr hell sind. Und das ist für die, die einfach ein bisschen mehr wollen. Und ich bin sehr gespannt. Ich gehe definitiv hier rein. Und contouriere mein Gesicht. Ist der warm, ne? Sehr bronzig. Puh, das ist super fleckig. Alter, guckt euch den Kranz mal an. Okay. Interessant. Auf jeden Fall. Die Konturfarbe gefällt mir nicht, aber auch das Konturpuder nicht. Ich empfinde es als sehr, sehr fleckig, obwohl ich extrem viel Puder im Gesicht habe. Ich gehe jetzt nochmal in die helle Farbe. Also es kommt auch super viel Produkt auf den Pinsel. Hier, so wie hier. Das heißt, ich habe eben schon immer abgeklopft und die Reste in meinen Handrücken eingearbeitet, damit ich wirklich so mit so wenig Produkt wie möglich starten kann. Und ich versuche jetzt mit dieser hellen Farbe einfach diese krass Kontur auszublenden. Das ist interessant auf jeden Fall. Okay, also ich gehe jetzt hier wirklich in die Konturfarbe rein, damit es schön ausgeblendet wird. Ich find, der Kontrast ist sehr krass. Auch durch diese Puder und durch das Konturpuder. Ich habe jetzt diese gelbliche Haut. Und es ist halt Kontur weiß. Und das ist kein schönes Make-up-Finish. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme meinen Puderpinsel, da ist definitiv noch Restpuder drin. Und versuche jetzt nochmal die Kontur einfach schöner auszublenden. Und auch hier gleich mein Baking-Puder mit.
Also mit ein bisschen Arbeit hin und her kann man die Kontur recht gut ausblenden. Aber es ist halt mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Ich habe definitiv bessere Konturpuder. Hier kann man sagen, okay, das Essence ist jetzt nicht so teuer. Und wer sagt, das reicht mir persönlich. Ne, das am Ende ist halt immer Geschmackssache. Für mich hat das jetzt einfach nicht gut performt. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Produkten, dann kommt es da halt nicht ran. Und dann kann ich sagen, ja gut, ist halt auch eine ganz andere Preiskategorie. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Okay, ich würde jetzt trotzdem mit einem Highlighter weitermachen. Und zwar ist es der Essence Crystal Dreams Love at First Sight Highlighter. Das ist das Packaging. Ziemlich cool. Und das ist der Highlighter. Der erinnert mich so ein bisschen an diesen von Becker damals, dieser, nicht Amethyst, aber, oder war das Amethyst? Es gibt so einen ähnlichen mit so einer Farbrichtung. Das wird jetzt sicherlich auch so ein rosa-lila Schimmer haben. Ja. Ich finde es so interessant, weil, also jetzt ist dieser Highlighter so, ne? Und das war schon so krass 2018, wisst ihr, wie ich meine? Jeder hat diese Highlighter rausgebracht. Ich habe mindestens 3 Stück in meiner Sammlung, ein von Smashbox, ein von Urban Decay, ein von Becker. Und es war aber alles schon echt 18 so, wisst ihr? Und jetzt ist es so eine aktuelle Kollektion von Essence und dann denke ich mir so... Das Rad wirst du nicht neu erfinden können. Nee, das meine ich gar nicht, aber es ist so... Das war ja alles schon. Und es sieht, du meinst, es muss ein bisschen länger weg sein, bevor es wieder neu kommt? Nein, es war ja schon... Das hat ja jeder rausgebracht und jetzt ist 2020, ich weiß nicht, ist die Kollektion von 19 oder 20, halt Winter. Wir haben diese Farbe jetzt halt voll oft gesehen, denke ich mir so persönlich. Ich trage mir gerade einen Blush auf, ich habe keinen Blush aus der Drogerie, deswegen nehme ich jetzt einfach einen von mir. Ich finde, dass der Highlighter eben sehr, sehr aschig war und jetzt, wo ich einen Blush aufgetragen habe, finde ich, kommt so ein bisschen zusammen und es sieht auf jeden Fall dann ein bisschen besser aus. Also Highlighter ist... Ja, ich finde, der macht auf jeden Fall einen schönen Effekt. Man kann nichts sagen. Ich finde, der erschlägt eigentlich, aber es ist so ein schöner Glow. Hat sich auch gleichmäßig aufgetragen. Aber ich finde die Farbe halt, wie gesagt, super 2018. Für mich war das jetzt so, okay, whatever. Aber ich habe es der Vollständigkeit halber mitgenommen. Wir machen weiter. Und zwar da, wo ich eigentlich ja vorhin war. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, Heat nehmen und blenden das hier so hin. Also die Farbe hat gut funktioniert. Braucht auch nicht viel aufbauen. Das geht auf jeden Fall gut. Was ich mir dann noch mitgenommen habe, ist von Trend It Up Ultimate Sparkle Liquid Eyeshadow. Das ist dieser hier. Den habe ich geswatcht und da stand auch neu. Und da fand ich die Farbe richtig cool. Guck mal. So richtig schön metallisch. Und ich dachte mir, vielleicht... Ich nehme es dann mit diesem Blenderpinsel auf. So ganz vorsichtig. Tupfe ich mir das mal hier so hin. Für ein bisschen mehr Effekt, wisst ihr, wie ich meine? Das ist echt schön. Alright. Ich habe noch ein Lippenprodukt. Und als ich es gesehen habe, war das so... gar nicht den normalen L'Oréal-Duft. Und zwar ist es der L'Oréal Paris. Ja, das. Da gab es ein paar Farben und ich fand dieses Nude ziemlich gut. Das ist die Farbe Be Determined 301. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Gloss ist oder ob das ein Liquid Lipstick ist, aber ich fand das echt ziemlich interessant. Das ist so, ich kann es nicht erklären, das ist so anders. Also es ist, ja, also es ist interessant, oder? Wie so ein Lip-Tint. Ich blende diesen Lip-Liner aus. Oh, es ist ein Lip-Tint. Guck mal, ich habe es gerade weggewischt. Es hat komplett meine Haut eingefärbt. Es ist ein Lip-Tint, interesting. Also es ist definitiv parfümiert. Aber wie gesagt, nicht so wie die Lippenstifte von denen. Das fühlt sich sehr, sehr nass an. Und dann wird es so klebrig. Es ist so super leicht irgendwie so... Ja, perfekt für den Alltag, würde ich sagen. Okay, dadurch, dass es so leicht ist, hätte ich definitiv einen helleren Lip Liner gebraucht, aber ist okay. Ich würde sagen, ich gebe nochmal gesammelt mein Feedback ab. Fange ich mit dem ersten Produkt an, mit der Lidschattenpalette. Mich persönlich hat sie nicht überzeugt. Ich finde, mein Augenlook sieht aus wie Kinderschminke. Und auch wenn ein Essence für ein sehr, sehr junges Publikum gemacht ist, ja, keine Ahnung, ich...
weiß nicht, ich mag die Palette einfach nicht, fertig, aus. So, dann, was habe ich dann gemacht? Kommen wir zu dem Primer. Ich fand den auf der Haut nicht schlecht, weil ich finde, der fühlt sich einfach gut an. Aber Foundation und Primer haben sich nicht gut vertragen. Ich würde das hier, ich gucke einfach nochmal nach den Inhaltsstoffen. Das mache ich hier jetzt nicht. Vielleicht hat sich es deswegen nicht vertragen. Ich würde es definitiv nochmal mit einer anderen Foundation ausprobieren. Was ich von der Farbe her ganz cool fand, war dieses Essence Crystal Dreams, dieser Luminizer, weil er einfach schön durch die Foundation durchschien. Alleine würde ich es nicht tragen, weil er einfach zu, ja, der hat einfach nicht so eine coole Formulierung. Der stempelt sich halt so ein bisschen ab, aber unter der Foundation, wie gesagt, echt schön. Die waren okay, wie gesagt. Was mir gut gefallen hat, war jetzt die Foundation in der Kombination mit meinem Geheimtrio. Geheim. Ich hab's schon mal gesagt. Deswegen fand ich also für eine Drogerie-Foundation definitiv gut. Ich finde trotzdem meine L'Oreal immer noch am besten, für mich persönlich. Und diese von NYX, diese, wie heißt die? Glow? On the Go? On the Glow? Jesus, ihr wisst welche, die in der Tube, diese schwarze, die finde ich auch sehr, sehr gut. Und die finde ich auch gut. Also die hat echt einen guten Job gemacht. Definitiv Winner für dieses Video. Die Concealer fand ich auch nicht schlecht. Also die haben definitiv auch einen guten Job gemacht. Würde ich auch mit anderen Produkten mal austesten. Ich finde, wenn man das dann mit den Produkten benutzt, die man kennt, wo man ein Gefühl für hat, finde ich, kann man gewisse Dinge einfach noch mal ein bisschen besser einschätzen als in so einem First Impression. Was mir hier allerdings aufgefallen ist, die Seite, wo ich auch den Primer trage und dieses andere Puder habe ich hier, hat sich der Concealer in meine Linien gesetzt, also sehr extrem, was ich sonst nicht habe, also nicht so krass. Und auf der Seite, wo ich mein Trio habe, die Foundation und das andere Puder, habe ich das gar nicht. Also sehr, sehr interessant zu beobachten. Aber hier definitiv würde ich weiterhin ausprobieren, um noch ein besseres Gefühl für die Produkte zu bekommen. Von Puder her hatte ich ja eben schon gesagt, für mich absolut ein No-No. Und hier würde ich mich auch noch mal ein bisschen durchtesten, um zu gucken, okay, also man braucht sehr, sehr wenig. Ich finde trotzdem, es macht mich sehr matt. Ich glaube, für Leute, die ölige Haut haben, okay, also wenn ich hier drunter gehe, es fühlt sich an wie Samt, also als hätte ich so Stoff drauf. Also es ist schon sehr puderig, es mattiert extrem herunter. Leute, die eine sehr strukturierte Haut haben oder ja, eine sehr trockene Haut haben, müssen gucken. Also ich habe jetzt auch sehr wenig benutzt. Und es macht schon ein bisschen heller, finde ich. Man muss definitiv das Gesicht aufwärmen. Werde ich ausprobieren und dann weiter gucken. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Der Highlighter, finde ich, hat einen guten Job gemacht, gerade für den Preis. Die Farbe ist einfach halt, wie gesagt, finde ich. Dann lieber so eine Standardfarbe, die man halt schon kennt, die man wirklich jeden Tag benutzen kann. Dann ist es so, oh krass, okay, weil das würde ich persönlich auch nur zu ganz bestimmten Looks tragen. Contour-Puder hatte mir nicht gefallen. Ich fand den sehr fleckig und auch sehr warm. Hier kann man wieder sich über den Preis streiten und sagen, ja, für den Preis reicht mir das. Aber das liegt dann bei der Person selber. Ich würde es nicht nochmal benutzen. Das hat mir auch gut gefallen, auch wenn ich das jetzt hier nur so ein bisschen raufgetupft habe. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man so richtig krasse Metallic Looks möchte oder so hier, wenn man so ein Half-Cut-Crease macht, kann man damit machen, dann ist es so richtig... Also ich mag so Liquid Eyeshadows total gerne, weil ich finde, damit kann man sehr viel rausholen. So, was haben wir noch? Achso, dann haben wir noch dieses L'Oreal-Ding. Ja, also ich glaube, so für den Alltag schnell gemacht. Sieht das auch ziemlich cool aus. Ich glaube, mein Lip Liner ist ein bisschen zu dunkel. Die hatten auf jeden Fall noch andere Farben. Also dieses Süße schmeckt man, aber jetzt nicht so krass wie diese anderen Lippenstifte von denen. Das waren meine Drogerie-Neuheiten, die ich jetzt ergattern konnte, die ich gesehen habe. Ich fand das wieder sehr interessant, wenn ihr irgendein anderes Drogerieprodukt habt, was neu rausgekommen ist, was ich eventuell verpasst habe, dann schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier drüben zwei weitere Videos. Hier könnt ihr die Modi abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und das ist übrigens jeden Donnerstag und Sonntag um 17 Uhr. Ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.